Fünfmal täglich wird im Hauptbahnhof von Oslo ein Zug für die Fahrt nach Bergen bereitgestellt. Die Bergenbahn führt von Oslo in westlicher Richtung bis in die Hafenstadt Bergen an der Westküste. Etwa auf halber Strecke liegt bei Finse die Hardanger Widder, deren Landschaft den Reiz einer Fahrt mit der Bergenbahn ausmacht. Die Züge bestehen aus 7 bis 9 Wagen und werden von modernen E-Loks der Reihe EL18 gezogen, die auch auf der Dovrebahn eingesetzt werden. Gegen 12 Uhr steht der Mittagszug zur Abfahrt bereit und begibt sich kurze Zeit später auf die 7-stündige Fahrt nach Bergen. Zunächst führt die Fahrt durch die Vororte der norwegischen Landeshauptstadt, aber schon bald prägen Felder und Wiesen das Landschaftsbild. Hinter Hønefoss, wo die Bergenbahn historisch gesehen beginnt, verläuft die Strecke über mehr als 100 Kilometer durch das Hallingdal. Das Tal ist geschichtlich und kulturell von großer Bedeutung. So wurde unter anderem der Halling, ein in dieser Region entstandener Volkstanz, nach dem Tal benannt. Zu den größeren Bahnhöfen im Hallingdal gehört Olsdachun. Von hier bietet sich ein Abstecher in die benachbarte Region Valdres an. Unweit der kleinen Stadt Fagernes steht die Stabkirche von Hegge. Sie wurde im Jahr 1216 gebaut und wird auch 800 Jahre später noch regelmäßig für Gottesdienste genutzt. Die Kirche ist eine von knapp 30 aus dem Mittelalter erhalten gebliebenen Stabkirchen in Norwegen. Neben der Kirche befinden sich zahlreiche Gräber und ein kleiner Glockenturm. Das Westportal ist von 2 Säulen eingerahmt, die Drachenschnitzereien zeigen. Trotz der mehrfachen Restaurierung der Kirche ist ein großer Teil der ursprünglichen Substanz erhalten geblieben. Hinter Oll steigt die Bergenbahn, die hier durch ausgedehnte Waldgebiete führt, stark an, damit sie bis zum Ende des Hallingdals die notwendige Höhe gewinnen kann. Oberhalb des mehrere Kilometer langen Strandafjorden befindet sich gerade ein Zug auf der Fahrt nach Oslo. Im Abendlicht erreicht ein Zug aus Bergen die Ausläufer der Ortschaft Geilo. Geilo ist vor allem als Wintersportort bekannt. Der Tourismus begann mit der Eröffnung der Bahnstrecke. In den Sommermonaten verkehrt auf der Bergenbahn ein zusätzlicher Zug, der 2 Gepäckwagen zum Transport von Fahrrädern mitführt. Der Zug verlässt Oslo am frühen Morgen und fährt abends zurück. Die Fahrt von hier nach Oslo dauert etwa 4 Stunden, sodass der Zug dort kurz nach Mitternacht ankommen wird. Der letzte Personenzug, der am späten Abend aus Richtung Bergen ankommt, hat seine Fahrt fast geschafft.
Auch er verkehrt nur in den Sommermonaten und endet im benachbarten Bahnhof von Olle. The regional train service to Aldue at 21:38 is now arriving on track 1. Während alle anderen Personenzüge auf der Bergenbahn lokbespannte Züge sind, handelt es sich hier um einen Triebzug, der im Regionalverkehr in Bergen eingesetzt wird. An diesem Abend muss in Jaido noch ein entgegenkommender Güterzug abgewartet werden. Auch auf der Bergenbahn ist die Mehrzahl der Güterzüge nachts unterwegs. In den meisten Fällen handelt es sich um Containerzüge, die von Green Cargo aus Schweden oder der norwegischen Cargonet betrieben werden. Sobald der Güterzug die Strecke geräumt hat, erhält der Triebzug die Zustimmung zur Weiterfahrt. Am anderen Ende des Bahnhofs verlässt der Güterzug Jaido und wird am frühen Morgen Bergen erreichen. Abgesehen von einem Nachtzugpaar, das täglich außer samstags die Strecke befährt, sind in den späten Abend- und frühen Morgenstunden nur Güterzüge auf der Bergenbahn unterwegs. Am nächsten Morgen liegt eine tiefe Wolkenschicht über dem Ort. Bevor die zahlreichen Geschäfte unterhalb des Bahnhofs öffnen, ist der Ort so gut wie menschenleer. In einer Parkanlage abseits des Zentrums wurden einige historische Gebäude nachgebaut. Einige Kilometer oberhalb von Jaido, nur über eine Mautstraße erreichbar, liegt die Alm Prestholtseter. Die Alm liegt am Fuße des Hallingskarvet, einem 35 Kilometer langen Gebirgskamm. Auf dessen östlichen Ausläufer, den Prestholtkarvet, führt eine knapp 7 Kilometer lange Rundwanderung. Zunächst führt der Weg steil den baumlosen Hang hinauf. Schon nach kurzer Zeit erkennt man hinter der Ebene der Alm das Hallingdal, in dem Jaido liegt, und die benachbarten Täler. In südlicher Richtung fällt der Blick auf den Üstevatn. Unterhalb der Felsen weicht der Bewuchs einem breiten Geröllfeld. An der höchsten Stelle führt der Weg durch eine felsige Scharte. Auf dieser Höhe überdauern einige Schneefelder den Sommer. Ihr Schmelzwasser läuft zumeist unter dem Geröll gen Tal. Der Hallingskarvet weist bis heute Reste von Vergletscherung auf. Zur Erhaltung der Artenvielfalt dieser fast unberührten Region wurde 2006 der Hallingskarvet Nationalpark gegründet.
Der Rückweg zum Prestholdseter führt einen breiten Bergkamm hinunter und folgt schließlich der Mautstraße zurück zum Ausgangspunkt. Beim Abstieg weicht die schroffe Felslandschaft wieder einem dichteren Bewuchs. Zurück in Jailu geht die Reise mit der Bergenbahn weiter. Am frühen Abend verlässt ein Zug bei tiefstehender Sonne den Bahnhof zur Fahrt nach Bergen. Das Hallingdal, dem die Strecke über so viele Kilometer gefolgt ist, läuft hier aus. Für die anschließende Fahrt über die Hochebene Hardanger Widder muss die Bergenbahn weiter an Höhe gewinnen. Schon nach wenigen Minuten erreicht der Zug den Bahnhof Oosteroset, der direkt am Ufer des gleichnamigen Sees Oostewatten liegt. Am anderen Ende des Oostewatten trennt sich die bisher parallel verlaufende Straße von der Bahnstrecke. Beide führen in unterschiedlichen Richtungen über die Hardanger Widder.